Im heutigen Replay seht ihr den AT-15A und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und die Runde wurde eingeschickt von Red Hammer. Ja, er ist hier mit seinem 7er Top-Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht. Also das lief gut, wobei der Gegner sogar noch einen 7er mehr hat, aber das sollte eigentlich keinen Abbruch tun. Siegfriedline in der Standardausführung. Und gucken wir mal, wohin er sich mit seinem nicht allzu schnellen Panzer hinbewegen wird. Das ist so der einzige wirklich große Nachteil, den der Panzer bietet. Für einen starken Turm, muss man sagen, hat er einen vernünftigen Richtbereich der Kanone. Das lässt sich schon ordentlich an. Aber die Thematik eben der Geschwindigkeit ist nicht so toll. Und auch die Weak Spots sind irgendwann dann doch sehr bekannt. Also gerade hier oben der Aufbau, da kann man recht gut drauf schießen und einfach allgemein kommt man dann doch an der einen oder anderen Stelle ganz gut durch. Also von dem her sollte man sich nicht immer unbedingt auf die Panzerung verlassen. Wenn man aber Top-Tier ist, geht es schon mal deutlich besser. Das kann man schon ganz klar sagen. Wenn 8er, 9er kommen, die lachen dann wieder eher rum. Eher darüber. Jetzt hat er es auch mal fast geschafft, dass er hier schon angekommen ist mit seinen unglaublichen 9 km/h. Und jetzt bergab, da rennt er ganze 21 km/h, 24, also unglaublich, das ist fast die Schallmauer, die der hier durchbricht. So, und jetzt geht's wieder zurück. Und er wird wohl gleich direkt in die Stadt fahren, also gar nicht da oben TD-mäßig campen, sondern nee, direkt drauf und schauen, was man da so anstellen kann. So ist zumindest wohl gerade sein Plan. So, jetzt hat er sich hier rummanövriert und jetzt hat er hier den Tiger. Und ah, schade, dass er ihn da nicht gekettet hat. Aber der ging nochmal schön durch. Und das ist halt der Vorteil, dieser recht schnelle Reload von dem Panzer. Ist da jetzt offen, muss da aufpassen, ist nämlich von rechts. Aber auch von vorne kommt noch einiges. Der KV-1S ist allerdings kein Problem. Der kommt jetzt auch recht weit vorgefahren. Sehr übermütig, der gute Kamerad hier. Und ja, das wird natürlich mit der Zerstörung geahndet. Also da braucht er sich nicht wundern, dass er da rausgenommen wird. Weil so fährt man da einfach nicht rein. Nicht wirklich gut. So, und der Tiger probiert es auch nochmal. Er will ihn hier ketten. Ja, es hat geklappt. Und er könnte ihn dauergetrackt halten. Ah, schade, dass der Zweite das nicht gekettet hat. Und der Chiri probiert es nochmal. Aber er geht hier weiter auf den Tiger, weil er sagt, okay, der Chiri stört mich gar nicht so, aber auch der kann Schaden machen. Zwar der Tiger eigentlich gekettet, aber er hat ihn hier jetzt nicht mehr offen, leider. Aber man sieht, er schlägt hinten nicht an, also von dem her trifft er ihn noch. Und der nimmt ihn scheinbar jetzt komplett blind raus. Hält jetzt so in etwa auf die Kette drauf. Dadurch, dass die Schüsse hinten nicht einschlagen, müsste der da eigentlich noch dort stehen. Aber ich denke mal, jetzt wird er irgendwann... Hätte er weitermachen müssen. Das wäre bestimmt gegangen. Weil, wie gesagt, irgendwas hat er da getroffen, weil sonst hätte man die Einschläge gesehen. Aber sei es drum. Jetzt hat er auf jeden Fall mal die Intention, noch weiter fortzufahren. Will dann noch mal sehen, was da so geht. So, der Tiger eben nur noch 700 Hitpoints. Oh, da ist der Chiri, komm. Yep. Noch 2 Hits braucht er für den Chiri. Das ist halt der Nachteil, dieser eher niedrige Alpha-Schaden im Vergleich zur schnellen Reload-Zeit. Oh, jetzt hat er ihn wieder gekettet. Jetzt nimmt er ihn raus. Jetzt hat der Tiger keine Chance mehr. Die DPM ist recht gut von dem AT und da kann er jetzt hier ordentlich draufhalten. Der Panther probiert es da auch nochmal, aber jetzt prallt er zwar ab. Ich wollte genau da eher durchschießen, aber auch da ist es nicht so einfach. Oh, E25, der könnte nerven. So, nochmal einen und dann war es das auch schon. Yep,
Sehr vernünftig. Und jetzt den E25. Ah, oh, der ist schon leider zerstört. Aber 4 Kills hat er ja schon. Mal schauen, ob er sich hier noch den Krieger holt. Genug Panzer dafür sind auf jeden Fall noch am Start. Der Oni zum Beispiel, der hat ja kaum mehr was. So, jetzt kommt hier der KV-1. Jetzt hat er den hier perfekt sich hingestellt. Also der dürfte ihn hier keinerlei Probleme mehr machen. Und da ist er auch schon raus. Ui, jetzt hier der Oni nimmt hier die Kanone raus, aber die... Oh, oh ja, sehr, ich wollte gerade sagen, da kann man ja aber gleich mit frühstücken. Und somit hat er auch schon seinen Krieger. Prallt jetzt am Oni ab. Aber den lässt er sich nicht entgehen und im zweiten Anlauf klappt es dann. Sehr schön. Der sture Emil. Schade, dass er hier keine HE dabei hat. Das ist ein perfektes HE-Ziel natürlich. 7 Kills. Wie gesagt, jetzt ist ja gar noch die Radley Wolters möglich. Das denkt er sich wahrscheinlich auch. Dementsprechend fährt er jetzt Richtung Sturm Emil. Da ist er wieder. Da rennt er doch schon förmlich. Aber der hat dann, obwohl er einen schnellen Reload hat, dann doch noch zu lang gedauert. Irgendwo ist dann ganz mal Schicht im Schacht. Das, was er jetzt macht, ist ein bisschen gefährlich, da aufs offene Feld zu fahren. Weil natürlich hat er da jetzt die Thematik, dass er gut seitlich beschossen werden kann. Und gerade hier der E25 ist da so ein Meister dafür, schnell viel Schaden in kürzester Zeit anzurichten. Der T-34 ist jetzt oben aufgeploppt, also der wird ihn erstmal jetzt keine Kopfschmerzen mehr bereiten. Ja, so, das war's mit seinen Radley Wolters. Der Emil, der wird schon mal nichts mehr. Der T-34 ist viel zu weit weg, also auch den dürfte er eigentlich nicht mehr bekommen. Die Frage ist natürlich auch, wo ist denn der E-25 abgeblieben? Und der tuckert jetzt hier komplett übers offene Feld. Ist ihm total Wurst. T-34. 100 kommt dann nach wie vor nicht drauf. Jetzt ist er offen. Jetzt wird eine Zugentladung angefragt. Ist auch smart, weil hier natürlich ein entscheidender Beitrag noch möglich wäre von den beiden. Wenn einer noch den Kill holt, hätten sie zusammen 12. Also das wäre sinnvoll, das anzunehmen eigentlich. Aber er ist, glaube ich, hier so konzentriert, dass er jetzt hier den E25 haben will. Und dann nimmt er ihn raus und holt sich den 8. Kill. Und damit ist die Runde auch schon beendet. Aber eine tolle Runde mit 3619 Schaden. 3220 hat er abgeprallt und 1200 hat er nochmal unterstützt. Und das in 8 Minuten und 8. Also da kann man nicht mehr wollen und dafür gab es auch leckere 90.000 Credits am Ende der Runde raus. Sehr schöne Runde mit einem Panzer, den man wirklich sehr selten sieht. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.